Der Herbst startet so, wie man ihn gewohnt ist, grau und verregnet. Wenn Sie das hier sehen, sitzen Sie aber zum Glück im Trockenen. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Kurzausgabe von LTV Aktuell am Freitag. Bei uns geht es heute um Fußball und den Branitzer Park, zunächst aber eine Meldung der Polizei. Am 1. März wurde nahe des Puschkin-Parkes ein 31-jähriger Mann ermordet. Er starb durch mehrere Schussverletzungen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft heute mitteilen, wurden mittlerweile zwei Tatverdächtige festgenommen. Es soll sich dabei um zwei Männer im Alter von 31 und 33 Jahren handeln. Das Cottbuser Landgericht hat am Donnerstag Haftbefehle erlassen. Weitere Angaben machte die Polizei bisher nicht. Die Ermittlungen dauern an. Anmerken lässt er es sich nicht. Dem neuen FCE-Trainer Dirk Lottner wird aber ein Stein vom Herzen gefallen sein. Er ist den hohen Erwartungen gerecht geworden und hat seine ersten beiden Spiele gewonnen. Trotz des Erfolgs hat der FCE aber noch einen langen Weg vor sich. Die englische Woche ist vorbei. Spieler, aber natürlich auch der Cheftrainer Dirk Lottner können zufrieden sein. 6 von 6 möglichen Punkten aus den letzten 2 Spielen. Ein gelungener Einstand für den gebürtigen Kölner. Doch nach den Siegen in Babelsberg und Fürstenwalde trifft der FCE nun auf Lok Leipzig. Aus der Erfahrung heraus ein immer sehr hektisches Spiel. Trotz des Sieges in Fürstenwalde ist Dirk Lottner selbstkritisch. Der FCE muss mehr Souveränität zeigen, gerade gegen einen Gegner wie Lok Leipzig. Gerade bei einer 3-0-Führung, man versucht dann, das Ding sauber zu Ende zu spielen, ohne aber überheblich oder nachlässig zu werden. Das ist immer wieder ein schmaler Grat. Zunächst einmal sollten wir aber trotzdem erstmal froh und glücklich darüber sein, dass wir die Tugenden, die wir grundsätzlich immer an den Tag legen wollen, in den ersten beiden Spielen so umgesetzt werden. Und ich denke, mit jedem Sieg wird auch die Sicherheit wieder größer innerhalb der Mannschaft und das Vertrauen in sich selber, Dinge auch fußballerisch zu lösen. Ja, und das wird mit Sicherheit eine Entwicklung sein, dass man auch die fußballerischen Komponenten, die ich gerne einbringen möchte und bei der Mannschaft sehen möchte, dass wir die peu à peu weiterentwickeln. Und dann sollten wir irgendwann auch in der Lage sein, solche Spiele wie jetzt am Mittwoch, wenn du schon mal 3-0 führst, auch souveräner zu Ende zu spielen. Ne? Aber nochmal, wir haben jetzt andere Ansätze gewählt und dementsprechend bin ich auch nicht völlig unzufrieden damit, was ich am Mittwoch gesehen habe. Die Leipziger verpassten den Sprung in Liga 3. Aus den letzten beiden Spielen konnte Lok keines für sich entscheiden. Der Verein musste viele Abgänge verzeichnen. Mit 13 Siegen und einer Niederlage stand Lok in der letzten Saison noch an der Spitze der Regionalliga Nordost. Fakt ist natürlich auch, dass sie einen riesen Umbruch haben, 9 Trainer haben. Ich glaube, die haben 20 Abgänge, 16 Neuzugänge. Also da ist nicht mehr viel von übrig, was letzte Saison noch da war. Und die, die da sind, das ist viel Erfahrung, viel Präsenz auf dem Platz. Und da gilt es natürlich dann auch wieder, die richtigen Antworten zu geben. Ich weiß, dass auch bei Lok immer wieder ein sehr körperbetontes Spiel stattgefunden hat. Dass es da auch wieder für uns darum geht, dagegen zu halten und die Zweikämpfe anzunehmen oder selber auch zu suchen. Also es wird wieder eine Situation sein, wo wir an die Grenzen gehen müssen, um bestehen zu können. Ja, sind relativ heimstark, haben erst 2 Gegentore zu Hause bekommen. Also wir wissen schon, was da auf uns zukommt. Gegen eine starke Defensive hilft nur eine stärkere Offensive. Dirk Lottner würde gerne mit 2 Stürmern im Angriff agieren wollen, doch dafür fehlen dem FCE die nötigen Spieler. Ein heiß diskutiertes Thema und Dauerbrenner auf jeder Pressekonferenz. Gibt es denn Gedanken, sich weiterhin nochmals zu verstärken jetzt in der Kürze der Zeit? Fragt ihr das jetzt jeden Tag? Ich habe ja am Mittwoch schon nach dem Spiel gesagt, ne, dass wir uns natürlich mit dem aktuellen Markt, was da so sich tut, noch beschäftigen. Ich glaube, wir haben am Mittwoch auch gesehen, dass in dem Moment, wo wir Ausfälle haben, die sehr, sehr schwer kompensieren können. Und jetzt kommt halt ein neuer Trainer, der gerne zum Beispiel mit 2 Stürmern spielen will. Ne, und dann brauchst du da mindestens mal 3 Leute und nicht nur 2. Ja. Und das ist die Problematik, die wir aktuell haben. Und wir werden uns nächste Woche zusammensetzen, werden die Dinge analysieren, wie die Spiele gelaufen sind, wo wir ansetzen können, was wir noch machen können. Und dann werden wir die Entscheidungen treffen. Jetzt möchte sich Lotten aber erst einmal gemeinsam mit seiner Mannschaft auf das Sonntagsspiel konzentrieren. Anstoß ist um 13.30 Uhr.
Die Gewerkschaft Verdi hat am kommenden Dienstag zu einem bundesweiten Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen. Daran beteiligen sich auch 12 Betriebe aus Brandenburg, darunter Cottbusverkehr. Gestreikt werden soll mit Betriebsbeginn um 3 Uhr. 24 Stunden lang sollen dann weder Bus noch Bahn fahren. Bei Verdi rechtfertigt man die Maßnahme. Man sei sich bewusst, dass der Streik für die Fahrgäste viele Unannehmlichkeiten mit sich bringen wird. Allerdings könne man laut Gewerkschaft nur so auf die Blockadehaltung der Arbeitgeber reagieren. Verdi fordert für rund 87.000 Beschäftigte einen bundesweiten Rahmentarifvertrag. Es geht um einheitliche Regelungen in Fragen wie Nachwuchsförderung, Entlastung sowie den Ausgleich von Überstunden und Zulagen für Schichtdienste. Bisher lehnte die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände Tarifverhandlungen ab. Spaziergänge unternimmt man am Wochenende lieber mit einem Regenschirm oder man bleibt drinnen. Im Branitzer Park ist beides möglich. Im Schloss gibt es ein paar Neuerungen. Mehr dazu in der aktuellen Ausgabe des Parkjournals Lou. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei Lou, dem Journal aus dem Branitzer Park. Auch hier gibt es in diesem Jahr verschiedene Neuigkeiten und ich lade Sie jetzt ein, mit mir zusammen auf Entdeckungstour zu gehen. Unsere Schlossbesucher können sich ab sofort per Audioguide durch die wunderschönen Salons des Schlosses führen lassen. Dafür werden keine Extrakosten fällig, denn der Audioguide ist bereits im Schlosseintritt enthalten. Geben Sie einfach am Einlass Bescheid und erleben Sie Pücklers Lebenswelt audiovisuell. Hinter dieser Tür befindet sich der grüne Saal unseres Schlosses, das Musikzimmer. Es wurde in den vergangenen Wochen restauriert und ich bin schon ganz gespannt, wie es nun hier drin aussieht. Schauen wir doch mal hinein. Einige Restarbeiten finden hier noch statt, aber wow, die Decke ist wirklich unglaublich blau geworden. Warum dies so ist, kann uns die Frau Dr. Schmidt-Breitung erklären. Das ist die leitende Restauratorin hier. Und warum ist denn jetzt die Decke blau? Weil Pückler es so wollte. Also wir haben eine Untersuchung hier im Raum gehabt, eine restauratorische Voruntersuchung, wo es darum geht, zu schauen, wie der Bestand ist, was für Restaurierungen, für auch Ausmalungen im Raum. Und da war die große Überraschung, dass die weiße Decke ursprünglich blau war. Und das musste man dann sensibel den Fachgremien mitteilen, dass tatsächlich zu grünen Wänden eine intensive Deckenfarbigkeit ist mit Ultramarinblau. Und Sie haben hier heute noch eine ganz spannende Arbeit, habe ich gesehen. Sie vergolden den Kamin. Ja, das ist ein besonderer Ofen. Das ist ein Kaminofen. Der Ofenmanufakturei Feilner war ein guter Bekannter von Schinkel. Und Pückler hat den Standardofen etwas verändert. Er hat sein Wappen einsetzen lassen. Und jetzt haben wir hier 23,75 Karat dickes Flüssiggold, wo wir die Fehlstellen ganz vorsichtig nur im Fehlstellenbereich damit schließen. Darf ich fragen, was so ein kleines Fläschchen kostet? Na, hier sind wir bei so 180 Euro gerade da, aber immer auch abhängig vom Goldpreis. Von dieser filigranen, wunderschönen Arbeit können Sie sich ab Oktober selbst überzeugen kommen. Der im neuen Glanz erstrahlte grüne Saal kann ab sofort auch wieder für standesamtliche Hochzeiten gemietet werden. Für Terminanfragen und individuelle Arrangements beraten wir Sie gern. Also trauen Sie sich!
Interessieren Sie sich für mehr Details über Pückler und sein Meisterwerk? Dann haben wir auch noch einen Tipp für Sie. Lesen Sie unseren neu aufgelegten Park- und Schlossführer. Das handliche Buch enthält alles Wissenswerte über Park und Schloss Branitz und ist mit einem Parkplan ausgestattet. Sie erhalten es in den Museumsläden, im Besucherzentrum und im Schloss für 9,95 Euro. Auch im Park gibt es so einige Veränderungen. Um herauszufinden, was genau das ist, habe ich mich hier heute mit dem Vorstand der Stiftung, Herrn Stefan Körner, verabredet. Aber zuallererst interessiert mich und wahrscheinlich auch Sie Zuschauer, was ist für Sie das Besondere an Branitz? Schauen Sie sich hier um. Hier kann man aus dem Amazonas, den die Spree formte, dem Spreewald, und den ägyptischen Pyramiden, die Vorbild waren für unsere Branitzer Weltwunder hier, so unglaublich viel kaleidoskopartig diese Welt erblicken. Und aus der Lausitz in Bewegung für Branitz und die Parklandschaft zu arbeiten, ist doch das Schönste, was man haben kann. Entlang der zahlreich sanierten Wege machen wir uns nun auf den Weg zur Landpyramide. Die Idee zur Beschaffenheit der Pyramide brachte Pückler von seinen Orientreisen mit. Inspiriert durch die Pyramiden in Meröe und Saqqara, ließ Pückler sie stufenförmig aufbauen. Vor 25 Jahren wurde die Landpyramide umfassend restauriert, weil sie vorher kaum noch als Pyramide erkennbar war. Allerdings wurde nur die unterste erste große Pyramidenstufe wiederhergestellt. Und jetzt ist auch in den vergangenen 3 Jahren hier viel passiert. Und Herr Körner, ist die Landpyramide denn nun heute so, wie sie damals zu Pücklers Zeiten aussah? Die Gärtner der Stiftung haben ja ein wahres Wunder vollbracht. Sie haben die 11 Stufen auf einer Seite wieder angelegt, so wie sie Pückler sich erträumte. Es ist jetzt an uns in den nächsten Monaten bis zum Jubiläumsjahr 2021 auch die anderen 3 Seiten zu gestalten. Und dann werden wir alle die Pyramide sehen, wie Pückler sie erträumte und unsere Besucher sie nie gesehen haben. Herr Körner, erzählen Sie doch unseren Zuschauern, was sich Fürst Pückler beim Bau dieser Pyramide gedacht hat. Er hat uns ja draufgeschrieben, Gräber sind die Bergspitzen einer fernen neuen Welt. Diese Pyramide hier, im Gegensatz zur Seepyramide, die Landpyramide, war gedacht als Grabstätte für seine Gattin Lucy. Was da aber in Wirklichkeit geschah und was dahinter steckte, dass sie vielleicht hier heute nicht liegt, das erfahren Sie in einer Parkführung. Kommen Sie und hören sich das an. Nähere Informationen zu unserem Angebot finden Sie auch auf unserer Internetseite. Nun sind wir auch schon am Ende unseres Journals angekommen. Ich freue mich natürlich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dahin, tschüss! Die LWG sagt Danke. Auch in den für alle schwierigen zurückliegenden Wochen haben die Mitarbeiter dafür gesorgt, dass die Wasserversorgung immer gewährleistet ist. Leicht war das nicht. Die Realität hieß für sie unter anderem ungewohnte Schichten, separate Anfahrten zu den Baustellen und Arbeiten in getrennten Teams. Zum Dank gab es dafür jetzt 180 Gutscheine für alle Mitarbeiter. Die helfen dabei auch der Region. Die Gutscheine sind nämlich für die CMT. Das Geld bleibt also in Cottbus. Mit dieser netten Geste verabschieden wir uns jetzt ins Wochenende. Am Montag begrüßt Sie hier dann meine Kollegin Kathleen Obanski. Also einschalten nicht vergessen. Tschüss. Wir bei Expert sind näher dran an unseren Kunden. Manche wissen genau, was sie brauchen. Andere sind besonders neugierig. Manche nehmen es ganz genau. Andere einfach, wie es kommt. So vielfältig wie unser Land, so vielfältig sind auch unsere Kunden. Wir sind stolz darauf, seit 30 Jahren Kunden in ganz Deutschland zu beraten. Näher dran mit grenzenloser Kundennähe. Expert mit den besten Empfehlungen. Die Orcam MyEye 2.0 ist Ihr Helfer im Alltag. Sie erkennt einfache Handgesten und liest jeden gedruckten oder digitalen Text. Wieso gehen Männer um die 50 fremd?
Wieso wollen Sie plötzlich Marathon laufen oder gleich die Welt umsegeln? Das hilft bei der Orientierung in der Stadt, Bergasse, Mjadvjetsovagasa, beim Finden des richtigen Geschäfts, Fachgeschäft und Beratung für vergrößernde Sehhilfen und Spezialsehhilfen, oder beim Aussuchen eines Menüs im Restaurant. Empfehlung des Hauses: Reisbindnudeln mit Rinder, Hühnerfleisch oder Tofu mit gemischtem Salat. Darüber hinaus erkennt die OrCam MyEye 2.0 auch Banknoten, was die Bezahlung mit Bargeld zur Leichtigkeit werden lässt. 20 Euro. Gerade bei öffentlichen Verkehrsmitteln ist es wichtig, den richtigen Weg zu nehmen. Die OrCam liest Ihnen Fahrpläne vor, so erreichen Sie die gewünschte Haltestelle. Straßenbahnlinie Chiemstraße/Klinikum. Buslinie verkehrt, nur zeitweilig. Auch beim Einkaufen lässt sie die OrCam nicht im Stich. Das Krokodil liebt Eis am Stiel. Auch Smartphone-Displays sind für die OrCam kein Problem. Gefühlt 24 Grad Celsius, 14 Uhr. Die OrCam MyEye 2.0 hat eine integrierte 13-Megapixel-Kamera und zwei LEDs für dunkle Situationen. Sie verfügt über einen HD-Mini-Lautsprecher und passt dank der praktischen Magnetverbindung an jedes Brillenmodell. Sie liest von jeder Oberfläche, erkennt Gesichter und Farben, alles kontrolliert durch Handgesten. Die OrCam MyEye 2.0 und 1.0 bringen Sie zuverlässig durch den Alltag. There's a light, a certain kind of light that never shone on me. Finally got you, ain't got you, baby. I don't know what it's like. Der neue Renault Captur, so vielseitig wie sie. Jetzt probefahren in Ihrem Autohaus Hertel und Söhne. Lamsfelder Straße 1 in Cottbus. Weitere Infos unter renault-hertel-cottbus.de oder telefonisch unter 0355 48 64 27 90. Die Knappschaft ist auch beim Sport immer an deiner Seite. Zugegeben, fast immer. Mit dem Sportbonus 70 Euro sichern und einfach den Sport finden, der am besten zu dir passt. Knappschaft für meine Gesundheit. Unterwegs mit grünem Strom. Wasserkraft für saubere Energie. Grüner. Für die Lausitz, für mich. Stadtwerke Cottbus. Rosaxan, damit Bewegung wieder Freude macht. Ja, für mich hat sich Bewegung ausgezahlt. Ich bin bisher gut mit Bewegung klargekommen, habe viel für meine Gesundheit tun können, bin wenig krank geworden. Zeigt sich jetzt auch wieder an meiner Knieverletzung, die ich gerade auskuriere. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Mein Körper nimmt es an und mir geht spürbar besser. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose.